Also ich hatte eine schwere Kindheit gehabt. Ich wurde sehr, sehr oft von meinem Vater geschlagen. Dies belastete mich sehr. Ich war hyperaktiv damals. Ich litt unter ADHS. Ich kam ins Kinderheim. Im Kinderheim war ich 4 Jahre lang eingesperrt. Ich wurde dort vernachlässigt, geschlagen. Ich konnte mich nicht wehren mit 10 Jahren. Und irgendwann habe ich mir selbst geschworen, irgendwann jemand zu werden, der erfolgreich im Leben wird. Irgendwann kam ich aus dem Heim raus durch eine Lehrerin, die an mich geglaubt hat. Sie war die einzige Frau auf dieser Erde, die zu mir stand und gesagt hat, irgendwann wird dieser Junge etwas schaffen. Und durch ihre Aussage beim Jugendamt und beim Staat konnte ich aus diesem Kinderheim befreit werden. Von dort aus kam ich in eine Sonderschule. Dort machte ich meinen Abschluss, meinen Förderabschluss und ging dann auf eine Berufsfachoberschule und machte dort meinen Hauptschulabschluss. Jetzt stecke ich in einer Ausbildung beim ADAC, mache dort meine Tätigkeit als Berufskraftfahrer im Schwerpunkt Güterverkehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier reinkomme und dass ich diese Gelegenheit bekomme. Es ist etwas Neues für mein Leben und für mich. Das neue Herausforderung, das ist halt einfach das, was mich auch leben lässt. Ich teile meine Sorgen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich mache Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich weiß, dass Allah, der Erhabene, der Allmächtige, mich immer erhört. Ich verlasse mich immer auf Allah, denn wer auf Allah vertraut, den wird Allah niemals im Stich lassen. Wovor ich vor allem dankbar bin, ist an die lieben Geschwister aus Botschaft des Islam. Sie haben mir sehr, sehr viel über meine Religion gezeigt, woraus ich sehr, sehr vieles lernen konnte. Ich habe mehr Einblick in meine Religion, über mein Denken, über alles, was mich ausmacht als Mensch. Ich liebe es, wenn ihr, Botschaft des Islam, einen Vortrag hält. Ich liebe es, eure Stimme zu hören, erst recht, wenn ihr liebevoll spricht. Ich schließe meine Augen und stelle mir das alles bildlich vor. Ich stärke mein Iman sehr. Wenn ich mir dann eure Videos anschaue und euren Stimmen, dann bin ich in meiner eigenen Welt, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich freue mich immer wieder, wenn ein Video von euch kommt. Und darauf warte ich Tag für Tag, bis ein neues Video erscheint. Vielen Dank. Möge Allah euch reichlich belohnen für eure Mühe. Mein Name ist Soner. Ich bin 24 Jahre alt.